Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warcraft 3. Kapitel 6 der Ork-Kampagne im Reich der Flügeldrachen. Wir springen jetzt wieder zur Gruppe von Thrall, wie es aussieht, und haben letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, von dem Brunnen getrunken. Ich weiß gar nicht, wie der Brunnen hieß, ich glaube Chaosbrunnen. Und dann haben wir Manaroth getroffen. Und jetzt spielen wir mal wieder Thrall und gucken, was er so macht. Kriegshäuptling, wir haben den Gipfel wie befohlen erkundet. Die Menschen haben bis ganz zur Spitze hinauf Befestigungen angelegt. Was haben sie nur vor? Wenn sie auf einen Kampf aus sind, hätten sie schon reichlich Gelegenheit gehabt. Ischnerlo Porin, junger Kriegshäuptling. Kern, was macht ihr denn hier? Unsere Schuld bei euch Orks kann nur mit Blut beglichen werden. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. Doch diese gepanzerten Blasshäute machen scheint Ärger. Diese Blasshäute nennt man Menschen. Das sind unsere Feinde von jenseits des Meeres. Sie scheinen uns vom Gipfel fernhalten zu wollen. Die Weisheit des Orakels gehört allen. Vielleicht können uns die in der Nähe lebenden Flügeldrachen helfen. Sie mögen keine feindlichen Eindringlinge. Wir haben jetzt, das Erdbeben erlernt, was eine starke Fähigkeit ist, um Gebäude zu zerstören. Und wir haben jetzt Kern. Okay, den Stützpunkt vernichten. Was haben wir denn bis jetzt? Ich bin der Kriegsmann. Das sieht mir inzwischen wieder sehr nach Belagerung aus. Okay, dann werde ich mal gucken, was wir machen. Wir haben jetzt auch noch Tauren. Die Geister sind ruhelos. Wir werden mal diese kleine Armee hier nehmen. Geister sind ruhelos. Bereit zur Arbeit. Und mal loslaufen. Wir brauchen mehr Gold. Ich bin der Kriegsmann. Ach, mehr Gold brauchen wir auch noch. Ja. Ich werde mal zu. Erde und Feuer, hört meinen Ruf. Oh, was ist denn jetzt? Achso, das sind die Flügeldrachen wohl. Die Haupien haben die Flügeldrachen unterjocht. Vorsicht, alter Narr. Der Stone Talon Gipfel gehört uns. Keiner kommt hier lebend raus. Nicht Mensch noch Monster. Angriff, Schwestern! Bereit, die Geister Arbeit sind ruhelos. Okay, das gleiche, die haben noch kein Einschnüren. Das ist nicht so toll. Das heißt, die Hälfte meiner Einheiten steht jetzt einfach nur dumm rum. Ja, haben wir dann noch irgendwie geschafft. Mana-Anhänger. Habe ich denn irgendwas, was Stärke gibt? Das gebe ich mal ab an Kern. Genauso wie das. Dafür gibt der Mana an mich ab. Und dann behalte ich das erstmal so. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht finde ich noch mehr. So, wir können jetzt auch mal so ein Ding hier abschießen. Wobei, es lohnt sich gerade nicht. Wie hat er das denn gelevelt? Krieg soll er nur auf Level 1. Ja? Okay, wir werden hierbei erstmal was bauen. Ich kann hier nicht bauen. Ja, toll. Das kann ich. Muss was getan werden? Habe ich schon eine Kriegswerkstatt? Habe ich tatsächlich. Flügeldrachen werde ich gleich bauen können. Was ihr wolle. Ich baue also mal ein zweites Bestarium. Alles klar. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das gleich wichtig wird. Ach, einen Altar der Stürme brauche ich jetzt auch noch.
Kann es sein, dass ich da auch zu wenig Peons drin habe? Für die Ehre, Dabu. Für die Ehre. Jetzt kann ich mal den Kriegsdonner zeigen. Sowas in der Art hatten wir schon mit Muradin. Oh nein. Ich höre den Ruf. So, das ist übrigens eine Stasisfalle. Auch ein Gesundheitsstein, nee, den nimmt sich Kern. Die Geister. Forschung abgeschlossen. Unsere Stadt wird angegriffen. Also weiter. Ich glaube, meine Stadt kommt mehr oder weniger klar. Abgeschlossen. Ja. Arbeit, Arbeit. Auch wenn ich hier mal hier zum Reparieren schicke. Mein Leben für die Horde. Ich bin der Kriegshäuptling. Wir haben unsere Einheiten jetzt wieder zurückgerufen. Die bleiben auch erstmal hier stehen. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt mal. Altar der Stürme. Nee, das ist eine Kriegswerkstatt. Wo haben wir ihn denn? Da hier. Alles klar. Hier dürften gleich die Flügeldrachen rauskommen. Hoffe ich zumindest mal. Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Oh, jetzt brauchen wir noch mehr Bauernhöfe. Ich kann hier nicht aber gern. Alles klar. Also weiter. Okay, also weiter. Wie er schon sagt, wir ziehen den hier hin und holen uns die beiden dazu. Jetzt dürft ihr auch eine schöne Armee haben. Richtig. Wir gehen mal hier hin. Ich möchte mal gucken, was es hier gibt. Ich weiß nicht, ob es hier noch... Hier geht's noch weiter. Ich möchte erstmal den Weg zu Ende gehen. Ja. Und dann baue ich mit... Also weiter. Och, mehr Holz. Jetzt habe ich auch... Ich glaube, ich habe völlig vergessen, Leute zum Holzhacken zu schicken. Die Basis war schlechter, als ich gedacht habe, als ich gestartet habe. Man könnte meinen, ich hätte doch auch so eine 15.000 Holz. Aber offensichtlich nicht ganz. Ne, das sind die Trollkopfjäger. Die Medizinmänner habe ich hier. Das sind Spross, wollen ja mal mehr. Geisterschweine. Das wird immer besser. Die Geister sind was soll ich tun? Okay, der kann sterben. Der kann aber auch gerne leben hier. Ich bin der Kriegshäuptling. Okay, was haben wir hier? Talisman der Vitalität. Also schon wieder. Für Doomhammer. Arbeit abgeschlossen. Ah, Mist, jetzt habe ich das wieder abgewählt. Okay, wie geht's hier? Was? Wir werden angegriffen? Och nein. Och nein, jetzt haben die auch noch Mörser. Ich höre den Ruf. Was ihr wolle. Wie kann ich dienlich sein? Na, das könnte jetzt lustig werden. Und mit lustig meine ich nicht lustig. Jetzt hat die Stasisfalle sich mal aktiviert. Die könnte ich da wohl auch mal länger stehen lassen. Komm schon. Ach, verdammt, die Mörsereinheit habe ich völlig vergessen. Also weiter. Eure Zeit ist Arbeit abgeschlossen. Ich bin der Kriegshäuptling. Ach, okay. Also weiter. Ich möchte eigentlich meine Flügeldrachen kriegen. Ich habe da extra zwei Bestarien für gebaut. Unsere Stadt wird angegriffen. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Och, jetzt haut den um. Komm schon. Für die Ehre. So, das Blöde ist, wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, Orks können ihre Einheiten vor dem nächsten Addon nur sehr, sehr schwer heilen. Und das gefällt mir gar nicht. Das heißt, die werden jetzt erstmal mehr oder weniger verletzt hier rumlaufen. Arbeit abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Wir brauchen mehr Holz. Jetzt brauchen wir wieder mehr Holz. Wie soll mal da hacken gehen? Ich bin der Kriegshäuptling.
Und wir reiten mal weiter. Ich gehe jetzt mal gucken, was es hier gibt. Eventuell kann ich da tatsächlich Schredder kaufen. Wo geht's denn hier? Ah! Wo läuft Kern gerade rum? Ach, da ist er. Das ist so eine schöne Schockwelle, die macht halt ganz nett Schaden. Mehr aber auch leider nicht. Der Town Chieftain ist ganz lustig, der hat auch eine ganz schöne Aura. Die gibt sowohl Bewegungs- als auch Angriffsgeschwindigkeit. Was eigentlich eine ganz tolle Kombination ist. Die Geister sind ruhelos. Ein Schredder. Dann dürften wir jetzt auch ausbauen können. Wenn wir denn wollten, aber ich möchte erstmal. Was ihr wollt. Hier oben die Minen in Beschlag nehmen. Wir brauchen mehr Holz. Das kann ich. Mehr Holz natürlich, wie immer. Ja. Bereit zur Arbeit. Ich bin der Kriegshäuptling. 150, perfekt. Alles klar. Die Geister sind ruhelos. Oh. Bereit zur Arbeit. Ja. Verzagt nicht, Jüngelchen. Verzagt nicht, Jüngelchen. So, du kannst hier den Wald roden. Die Schredder machen mit dem Wald kurzen Prozess. Also weiter. Bereit zur Arbeit. In der Zeit könnte ich hier weiter was ausbilden. Nur Krodo-Bestie wäre ganz lustig. Die Geister sind ruhelos. Für die Ehre. Was gibt's denn noch hier überhaupt? Und ja, die Zepper sind ganz lustig, das sind Selbstmordattentäter. Und wie in allen Videospielen sind die Selbstmordattentäter halt sehr stark. Einmal ganz kurz, dann sind sie weg. Die Geister. Ah, okay. Ich glaube, wenn ich da hinkomme, dann kann ich endlich Flügeldrachen bauen. Für die Horde. Lockregar Nogal. Wir brauchen mehr Gold. Die Geister. Ah, perfekt. Die Trommler Krodo-Bestie ist auch da. Die Flügeldrachen sind Lufteinheiten, wie man sich vielleicht schon denken kann. Und es sind im Grunde Luftbogenschützen, wenn man das so sagen kann. Die können auch ihre Pfeile vergiften und dann noch Giftschaden über Zeit machen. Giftschaden hält sich aber etwas in Grenzen von seiner Effektivität her. Ist nicht so toll, wie er sich anfangs anhört. Weil er halt sehr lange braucht, bis er den Schaden wirklich machen kann. Er verlangsamt Einheiten noch so ein bisschen. Auch ernsthaft. Ich habe da jetzt gerade was aufgebaut und jetzt geht's wieder down. Also weiter. Möchte ich das fallen lassen? Ja, ich kann eh nichts gegen machen. Ja. In der Zeit solltest du mal da reparieren. Du stellst dich hier hin und verteidigst so ein bisschen. Warum holst du den Walz nicht ab? Sagen wir hier, Rolle des Schutzes, das nimmt sich einfach mal irgendjemand. Was getan werden. Oh, die greifen da an. Ich schicke euch jetzt mal da reparieren und hoffe, dass die das schaffen. Ach komm schon, nicht die Krodo-Bestie. Ah, die Krodo-Bestie. Und hier haben wir schon wieder einen kleinen Boss, wie ich bedenken kann. Ach, jetzt schläft er auch noch. Das ist ja nett. Wie sieht's aus? Schaffen die das? Ja. Wobei, irgendwas heilt den, glaube ich. Ja, der hier. Was ihr wolle. Das kann ich. Jetzt kann ich die hier im Kreis rennen lassen, während der Ritter da irgendwas macht. Wobei, mir fällt gerade ein, jetzt wo ich ihn so schön schreddern höre, dass der Schredder auch etwas machen kann. Weil die Schredder sind auch ganz gute Nahkampfeinheiten. Hier, dies
Diese stolzen Kreaturen werden uns helfen, zum Gipfel vorzustoßen. Undabu! Also weiter. Flügeldrachen. Ich bin der Kriegshäuptling. So. Ihr geht zurück. Und ihr macht mal da alles kaputt. Ach so. Also weiter. So, die können jetzt mal gucken, ob da was ist. In der Zeit laufen die zurück. Und wir können jetzt Flügeldrachen ausbilden, wofür wir eine Festung brauchen. Die hier könnten, ich weiß nicht, habe ich schon 5 in der Mine? Ja, sieht so aus. Ich wollte hier eigentlich eine zweite Festung bauen, was ich jetzt aber auch nicht machen muss. Ich bin der Kriegshäuptling. Da ich gerade wirklich mehr als genug Geld habe. Aber da ich ja weiß, wie solche Missionen immer ablaufen und dass man jetzt auch gleich keine Einheit mehr hat, weil ich blöd bin, baue ich trotzdem eine zweite Festung. Unsere Stadt wird angegriffen. Oh, jetzt haben wir auch noch hier. Was, ihr sollt ihr angreifen? Die Geister sind ruhelos. Ja. Greifen wir. Greifenreiter sind nochmal etwas stärker als die. Dafür sind die, glaube ich, etwas günstiger und eigentlich etwas vielseitiger. Aber generell kann ich sagen, Greifenreiter sind dort etwas überlegen. Die machen auch diesen schönen magischen Schaden. Also weiter. Forschung abgeschlossen. Ach ja, bis das da fertig ist, dauert das noch. Die Geister sind ruhelos. Ja. Ich glaube, ich mache da erstmal eine große Gruppe draus und greife schon mal grob an. Kann man schon mal einen kleinen Angriff machen. In der Zeit baue ich hinten eine Armee auf. Die besteht erstmal aus 4 von denen. Und sobald die Festung ist, werde ich, glaube ich, die restlichen Greifenreiter ausbilden. Oder Flügeldrachen heißen die ja hier. Boah, Zentauren. Wo ist Kern? Da geht ein Kettenblitz hin. Kern haut dann noch so ein Ding durch. Und jetzt dürfte das Ganze auch relativ problemlos gehen. Toll, der hat nichts damit getroffen. Droppt er wenigstens was Tolles? Ich hoffe mal, dass sich das Ganze jetzt gleich wenigstens lohnt. Die Geister sind ruhelos. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Meine alten Knochenschmerzen. Also, der kann sich einmal wiederbeleben. Und das gleiche kann ich auch. Glyph, um den Brunnen wiederherzustellen. Welcher Brunnen? Das habe ich verpasst. Welchen Brunnen? Ist hier unten ein Brunnen? So. Flügeldrachen, Giftspeere. Flügeldrachen. Wir brauchen mehr Gold. Ich bin der Kriegshäuptling. Und wieder zurück. Weil anscheinend gibt es hier wohl einen Brunnen, der uns heilt. Und das ist eigentlich ganz nett. Gerade für diesen Kackgrunzer hier. Und diesen Tauren. Und die Blitzechsen erstmal fertig machen. Die scheinen gerade nicht so schlimm zu sein, aber die machen AOE-Schaden und davon nicht wenig. Aha, das wird er wohl sein. Wir hatten den Brunnen entweiht. Und komisch, dass ich ihn schon früher gesehen habe. Aber da hätte ich wohl zuerst langlaufen sollen. Ja, übrigens seht ihr jetzt, wie viel Gold wir jetzt... Moment. Muss was getan werden? Ihr seht jetzt zwischen, wie viel Holz wir haben. Wir können auch locker ein paar Peons abziehen. Weil wir echt genug davon haben. Ich bin der Kriegsmeister. Sind Gegner oben? Auf die Winde. Okay, wir setzen die jetzt dorthin. Und die fügen wir zu der Gruppe hinzu.
Jetzt haben wir dann so einen Luftsquad, wo noch ein paar fehlen. Wir brauchen mehr Gold. Ah, jetzt brauchen wir natürlich wieder mehr Gold. Forschung abgeschlossen, mehr Bauernhöfe. Für die Ehre. Und Bauernhöfe auch noch. Okay, haben wir noch irgendwo Holzpeons? Ja. Unsere Stadt wird angegriffen, mehr Gold. Die Geister. Oh, jetzt brauchen wir natürlich alles wieder. Ah, jetzt kommen sie auch schon mit Magiern. Also weiter. Wo bleibt denn Thrall? Warum ist er so weit hinten? Ja, der haut jetzt mit Blizzard-Schirm meine ganzen Peons um, die ich hier gebaut habe. Los, haut den mal um. Warum ist er der Einzige, der nicht am Gegner steht? Was macht denn... Ach, das sind die Wasserelementare, die so viel Schaden machen. War ja auch ein Level 6 Gegner. Und die Wasserelementare von denen sind ganz schön strong. Die Geister sind ruhelos. Ah, was ich noch ausbilden wollte. Ach, ich brauche viel zu viel Gold. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wir sind jetzt auch vor allem schon in den hohen Kosten, weil wir so eine große Armee haben. Und das sorgt halt dafür, dass wir nur noch 4 Gold, glaube ich, pro einmal hin und her laufen kriegen. Ich muss schon wieder 2 Armeen befehligen, da bin ich fürchterlich schlecht drin, wie ihr vielleicht wisst. Und dann gucken wir, wie das läuft. Wir können jetzt nämlich mit denen hier... Oh, das sind diese scheiß Helikopter. So, die schaffen das einigermaßen und ich komme auch ganz gut klar, wie es aussieht. Ja, aber ich komme ganz gut klar, glaube ich. Auch wenn hier ein Großteil meiner Armee schon gestorben ist. Und ich habe auch schön das Plündern angeschaltet. Wir brauchen mehr Gold. Lockregal, geil. Sind Gegner schon abgeschlossen. Sag das für dich. Die Geister brauchen den Fehler. Jetzt kommen die ganzen Milizen. Aber um die können sich die Windreiter super kümmern. Und darum sollten sich auch die Windreiter kümmern. Warum greifen die hier nicht einfach an? Ich habe jetzt wieder völlig vergessen, mit Thrall das Erdbeben einzusetzen. Natürlich ist hier noch ein Turm. Die Menschen wollen ihre Türme aber auch ziemlich nervig. Warum es ist, ich finde, es ist nicht effektiv, wie sie die Türme bauen, sondern einfach nur nervig, weil man die Türme nur nach und nach findet. Aber die dadurch auch keine wirkliche Verteidigung haben. Bereit zum Austritt. Wir werden angegriffen. Lockregal, lokal. Ich bin der Kriegshäuptling. Okay, ich glaube, was ist aber das Ziel? Ach so, ja, dann dürfen wir es ja nicht schon geschafft haben, oder? Kann das sein? Ah, nee, das ist natürlich noch ein zweiter Stützpunkt. Was? Sind das nur so wenig? Interessant, ich hätte gerade nicht mehr. Ja gut, die haben jetzt erstmal genug gewüstet hier. Für die Ehre. Ich glaube, das ist ein Selbstmordkommando, wo ich die gerade geschickt habe. Weil eigentlich sind Nahkampfeinheiten ziemlich stark gegen
Ah, der soll sich mal zurückziehen. Gegen Luft anhalten. Also diese, die wir da sehen können. Oh, die kommen rechtzeitig noch an. Hätte ich nicht gedacht. Ich mag den Kern nicht. Mit seinem komischen Donner hat er ja keine Reichweite. Und er hat auch mal so eine ganz komische Wegfindung. An sich ist die Wegfindung ziemlich schlecht in Warcraft 3. Aber jetzt dürfte ich auch gleich... Na gut, der verdaut da weiterhin. Taurentotems bauen können. Ich kann hier nicht bauen. Alles klar. Wie sieht's denn aus? Was hat er denn überlebt? Nichts. Super. Ja, Häuptling. Habe ich denn noch einen Medizinmann? Oh, wunderbar. Habe ich sogar noch. So, die könnten sich jetzt auch nochmal dahinstellen. Hier werden gerade Taurentotems gebaut, die ich auch gleich benutzen werde. Wonach sind ihr bereit zur Arbeit? Okay, ich denke, wir sind ganz gut aufgestellt. Wir warten jetzt mal kurz hier, bis der Heilzauberschutz abläuft. Was ihr wolle. Und dich lassen wir mal reparieren. Ich brauche Befehle. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, du bist der Kriegshäuptling. Sind ruhelos. Arbeit abgeschlossen. Perfekt. Arbeit abgeschlossen. Also weiter. So, jetzt werden wir versuchen, gleich mal das Erdbeben zu benutzen. Moment, wie komme ich denn da hin? Moment, komme ich da nicht hin? Kann das sein? Ist das so gewollt, dass ich hier nur mit den Flügeldrachen hinkomme? Das würde mich jetzt wundern, aber es scheint so zu sein. Ja, interessant. Vor denen muss ich aufpassen. Die sind sehr stark gegen Luft anhalten. Interessant. Ich glaube, ich kriege da gerade ziemlich aufs Maul. Und die Taurentotems, die ich gebaut habe, sind gerade auch mega egal. Ich versuche die mal wegzulocken. Und es hat nicht geklappt. Moment, ist das echt so, dass ich da nicht hochkomme? Ah, ich denke... Ah, natürlich. Ich Idiot. Dafür habe ich natürlich so einen tollen... Zeppelin. Den kann ich mir natürlich hier kaufen. Die Geister sind ruhelos. Bereit zum Höhenflug. Ich lache also dir weiter. Ins Gesicht. Natürlich, einer muss draußen bleiben. Wieso kann ich den nicht rausschicken? So, jetzt ist gut. Jetzt nimmst du den und den mit auf. Ach, wahrscheinlich braucht das zwei Einheiten, weil das eine fette Einheit ist. Mal sehen, ob ich es schaffe, die dort abzusetzen. Wir brauchen mehr Gold. Sag das Zauberwort. Perfekt. Jetzt sich da mal ein Erdbeben hin. Das verlangsamt die Einheit und macht denen ganz schön Schaden. Ich glaube, es macht den erstmal. Ich glaube, es verlangsamt die erstmal nur, oder? Also der Lack bekommt mir ziemlich wenig Schaden, der Sniper. Achso, nur an Gebäuden versteht. Ah, ich verstehe. Nur Gebäude kriegen Schaden, Einheiten kriegen keinen Schaden. Die Geister sind rein. Und den da mal runter und genauso wie den da. Ich glaube, Thrall stirbt gleich. Habe ich weniger Lust drauf.
Wo ist Kern? Kern macht hier ganz schön Arbeit. Der könnte theoretisch noch sterben, wenn es sein muss. Aber jetzt glaube ich nicht die beste Idee. Das war eine ziemlich scheiß Idee, das so zu machen. Weil jetzt wird Thrall auf jeden Fall sterben. Gut, dass wir hier den Altar gebaut haben. 500 kostet das. So, und jetzt steht er erstmal dumm rum, weil er kann die Luft dann halt mal so gar nichts machen. Und das Blöde ist, der wird jetzt gleich sterben und wird dann erstmal wiederbelebt werden. Jetzt können wir wieder warten, bis wir fertig sind hier. Und da lebt er wieder. Los, hauen wir den Milizen da platt. Kommt und kämpft. Und noch eine Einheit ist herausgekommen. Ja, ich glaube, ich kann ehrlich gesagt, der stirbt jetzt auch. Kann ich auch gleich wieder beleben. Unser Held ist die da. Die da holen auf jeden Fall auch Gold rein. Nochmal 500 Gold. Nice. Der heilt sich da langsam aber sicher. Ein Trollmedizin baue ich noch aus, damit er uns erstmal heilen kann. Oh, die Mission zieht sich schon wieder mehr, als ich gewollt hätte. Der Brunnen bringt uns nicht viel. Der hat jetzt gerade so ein bisschen... Was ist hier überhaupt? Angeblich ist hier was. Aber ich sehe nichts. Also das ist der Brunnen. Aber was ist denn hier? Aha. Ah, Thrall lebt wieder. So. Ich bin der Kriegshäuptling. Ah, dann kann Thrall mal loslaufen, holt sich noch einen Zeppelin. Wir schicken mal die Windreiter vor und gucken, was die so machen können, weil die können wahrscheinlich auch so ein bisschen was da kaputt machen. Wir brauchen mehr Gold. Ich brauche Befehle. Wir brauchen mehr Gold. Nein, kein... Oh, ich hätte fast den Schredder gekauft, ich Idiot. Ah! Ihr seht, das Gift macht nahezu keinen Schaden. Wie viel macht das? Ach, steht nicht mal dabei. 4 Giftschaden pro Sekunde. Wenn das 25 Sekunden durchtickt, ist das halt schon sehr viel. Aber im Regelfall sterben die Gegner, bevor es 25 Sekunden durchtickt. Sieg der Horde! Ich habe meinen eigenen Drachen angegriffen? War ich so dumm? Ah, ich glaube schon. Wo haben die denn ihren Greifen? Ach, da oben ist der Greifenhorst. Ah, da ist noch ein Greif. Na, die haben auch ihre Türme wieder so plopp gebaut. Gegen Luftanhalten wohl sogar ziemlich gut. Wo kommen die ganzen Greifen denn her? Ist ja lächerlich. Ja, komm, zieht euch mal zurück. Die Geister sind ruhelos. Du wolltest dir noch so ein Zeppelin kaufen. Wie sieht's denn hier aus? Stahlnahkampfwaffen, ja, kann ich gebrauchen. Holz brauche ich nicht, aber hole ich mir trotzdem. Ja, die Kodobestie nimmt tatsächlich 2 Plätze weg, wie ich gerade sehe. Sind Gegner oben? Vorwärts und aufwärts. Der kann sich da mal heilen gehen. Der Rest braucht nicht so wirklich Heilung.
Ich glaube, da sind schon mehr als 5 drin. Ist egal. Gut, dass ich hier 2 von gebaut habe. Wie lange wir warten könnten, hätte ich nur einen gebaut. Das wäre echt nervig. Ich würde sagen, wir versuchen noch einen Angriff. Der hat inzwischen sein Erdbeben wieder fertig. Auch wenn Erdbeben ziemlich schwach ist, wie ich gerade gemerkt habe. Es ist halt gegen Gebäude so ein bisschen gut und gegen Einheiten so überhaupt nicht gut. Oh, schön. So, wir sind hoffentlich, werde ich die Mission nervt nicht. Ich habe gesagt, ich werde die Ork-Mission nicht mögen. Ich mag die Ork-Einheiten nicht, ich mag die Ork-Mission nicht. Vor allem diese hier nicht. Ich bin der Kriegshäuptling. Die hört so eine Mission ist. Ich glaube, es ist so eine Mission, die auf dem Papier ganz gut aussieht. Aber wenn man es mal ausprobiert, dann irgendwie nicht mehr. Was geht denn hier ab? Schon wieder. Raider habe ich auch keine mehr, ne? Doch, ich habe sogar 3 Stück. Warum verteilen die sich denn so extrem? Sollen wir lieber die Türme da kaputt machen? Die Geister sind ruhelos. Eure Zeit ist gekommen. So, du holst nochmal 2 weitere Wölfe. Ach so, ich glaube, das ist sogar ein gegnerischer Zeppelin. Kein Problem. Ich bin der Kriegshäuptling. Logal. Ja, wir hoffen einfach mal, dass es dann jetzt hiermit gewesen ist. Und dass sie nicht noch mehr, dass er nicht noch mehr kommt, was ich machen muss. Die Schattenwölfe sind aber inzwischen ziemlich stark. Habe ich schon Stufe 3? Ja. Kann es hier noch so ein Zauber... Ich hab's... Das zählt noch nicht als geschafft? Och Gott. Ach, verdammt. Wann habe ich das denn geschafft? Muss ich denn in diese Höhle rein, oder wie? Nö, ich muss den Stützpunkt vernichten. Eigentlich ist so ein Stützpunkt meiner Meinung nach vernichtet, wenn man, Warte, kann ich das jetzt so machen? Nein, leider nicht. Vielleicht kriege ich ihn noch dann, bevor er wieder hochgeht. Na, so viel dazu. Ich hoffe mal, ihr findet die Mission nicht so langweilig, wie ich sie finde. Ich werde mal gucken, dass ich zu The Frozen Throne wieder etwas mehr ins Spiel komme. Weil, Ich weiß, es ist mega einfach, seine Einheit nicht zu befehligen. So schwierig ist das tatsächlich nicht. Aber trotzdem braucht es ziemlich Konzentration von mir. Was dann leider dazu führt, dass ich, So, Moment. Wo habe ich denn meinen Zeppelin? Den habe ich doch noch. Es führt dann leider dazu, dass ich nicht wirklich reden kann, während ich hier kämpfe. Die Schockwelle hier macht sogar Schaden gegen Gebäude. Damit kann man, wenn Türme nah zusammenstehen, einmal die Dame da durchschicken. Das ist ziemlich lustig. Jetzt habe ich es geschafft, natürlich. Ich glaube, weil ich alle Einheiten produzierenden Gebäude kaputt gemacht habe. Halt, Kriegshäuptling! Das ist die junge Zauberin, von der mir Grom berichtet hat. Offenbar sucht auch sie das Orakel. Vorsicht, Jüngelchen. Diese Höhle ist bestens für einen Hinterhalt geeignet. Seid unbesorgt, Kern. Ich wurde von Menschen erzogen. Ich kenne ihre Tricks und Kniffe. Sie werden mich auf meinem Weg zum Orakel nicht aufhalten können. Okay. Dann werden wir das nächste Mal sehen, was in der Höhle ist. Hoffentlich ist das eine spannendere Mission, aber ich gehe davon aus, weil in so einer Höhle wird man keine Armee aufbauen müssen. Dann
danke ich euch, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Warcraft 3 mit den Orks. Ciao Leute, wir sehen uns. Bis dann.